liebe Zuschauer, mein Name ist Ines Weidenbacher und ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Möbelmaler-Dekorierwettbewerb Decorating Star begrüßen. Wir befinden uns hier am Standort Bopfingen und neben mir stehen schon die beiden ersten Kandidaten. Vielleicht könnt ihr euch ja einmal kurz vorstellen. Wie heißt du? Ich bin die Michaela, 41 Jahre alt, komme aus Wallhausen. Und wer bist du? Ich bin der Lukas, bin 14 Jahre alt und bin Schüler. Und wer von euch hatte die Idee mitzumachen? Und ihr seid und schon angefragt. Ach super. Ja, und ihr beiden seid schon aufgeregt? Naja, schon. Ja, aber es geht euch gut, ihr freut euch drauf. Ja, doch, ja, natürlich. Super. Und zwar wird das jetzt so ablaufen. Also die beiden müssen heute eine unserer Kojen dekorieren. Dabei haben sie 30 Minuten Zeit, in unserem Einrichtungshaus die Deko-Sachen auszusuchen. Und 15 Minuten haben sie dann, um die Koje zu dekorieren. Und das ist gar nicht so leicht, weil unser Möbelhaus hat 50.000 Quadratmeter. Und deshalb würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Koje. Auf okay. geht's! Okay, 15 Minuten ein. So, erster Blick in eure Koje. Ja. Die müsst ihr jetzt dann dekorieren. Mhm. Und natürlich machen wir es uns nicht ganz leicht, weil wir geben euch ein Thema vor. Ja. Ihr seid wahrscheinlich auch schon ganz gespannt zu wissen, welches Thema das ist. Wir warten ja schon alle auf den Frühling und genau deshalb werdet okay. ihr nach dem Thema Frühling dekorieren. Ja. Und dann starten die 30 Minuten ab jetzt. Alles klar. Dekorieren, okay? Und los geht's! Okay. Gewinnt den 1000 Euro Möbelmaler-Gutschein. Das wäre natürlich ganz toll, ne? Ja. Kann man sich schön mit Möbeln eindecken oder auch mit der ganzen Deko hier. Genau. Aber wie gesagt, es liegt ja zum Beispiel leider nicht an mir. Ich finde es ja ganz toll, es ist richtig schön geworden. Das entscheiden die Zuschauer. Und die müssen jetzt ganz, ganz fest abstimmen für euch beide, damit ihr den Gutschein gewinnen könnt. Ich würde sagen, tschüss, bis zur nächsten Runde, mit dem nächsten Team. Und an euch feste Abstimmung.